Hi, ich bin Marc und heute geht es zur Auflösung meiner 600 Plus Abo Challenge. Dazu erstmal an euch, an alle, die mitgemacht haben, ganz lieben Dank. Richtig geile Videos, haben mir richtig Spaß gemacht, die anzuschauen. Ich habe mir heute einen besonderen Platz ausgesucht. Ich bin noch mitten in der Stadt in Ettlingen, auf der Alp. Also ich stehe im Wasser auf einem Stein. Und was ich heute machen werde ist, ich habe für die 12 Videos, die ihr für mich gemacht habt, für meine 12 VA-Videos, habe ich so kleine Holzstückchen gemacht. Wie das hier runterrutscht, da steht immer eine Nummer drauf. Das ist jetzt zum Beispiel 9 und das ist die 1 und die 5, naja, und so weiter. Ich habe hier die 12 Holzstückchen, die werde ich jetzt nehmen, jetzt in die Alp schmeißen und ich habe ja, das habt ihr ja gerade schon gesehen, da hinten an der Brücke, direkt hinter mir, eine Kamera installiert. Die filmt die ganze Zeit die Alp. Und da, wo die Verschattung anfängt von der Brücke, das ist wie so eine Linie auf dem Wasser. Und diese Linie werde ich benutzen, um die Zieleinfahrt zu markieren. 3 Gewinner gibt es, die sind ja alle gleich. Ich blende hier nochmal das andere, das Challenge-Video selbst ein, dass ihr seht, was das alles war. Und ja, ich werde es ausprobieren, ob das funktioniert. Ich glaube nicht, dass ich das hier auf dem Wasser direkt auswerten kann. Ich werde das versuchen, indem ich diese Kamera schnell mitnehme. Und dann von oben versuche, das ran zu zoomen, wer der Erste ist. Aber wenn das nicht funktioniert, dann nehmt mir das bitte nicht übel. Dann werde ich das zu Hause machen und blende das am Ende dann ein. Diejenigen, die ich dann nachher anschreibe, also der Erste, der Zweite und der Dritte, die Nummern hier, den schicke ich eine PN, ganz kurz, hier, hab gewonnen etc., schickt mir dann bitte eure Adresse, sodass die Pakete morgen am Montag noch rausgehen, sodass ihr die vor Weihnachten noch habt. Ist also ja, ein bisschen eine ungewöhnliche Challenge diesmal, es tut mir ein bisschen leid, weil ich kenne einfach hier noch nicht genug und ich fand das einfach eine coole Idee hier in der Alp. Ich habe auch ein bisschen Glück, ich hoffe, dass es mit dem Ton geht, dass hier ist eine Straße in der Nähe, dass es nicht allzu laut ist. So, und jetzt geht's los. Ausprobieren. So. Also, hier habe ich meine 12 Teile drin. Ich werde die Kamera jetzt noch ein bisschen Richtung Wasser drehen, dass ihr das besser sehen könnt. So, okay. So, wie ich das reinschmeiße. Ja, muss ein bisschen aufpassen, die Steine sind ein bisschen rutschig. Also, ich habe ungefähr eine halbe Minute Zeit. Dann sind die Teile da oben. Ich muss mich ziemlich sputen. Alles klar. Ja. So, los geht's. Auf dem Weg zur Brücke. So. Ja, da kommen sie schon raus, die Teile. Puh. Was ist denn hier? Okay, da kommt der Rest noch an. Wo sind sie? Ah, das war schon. Nummer 2 und Nummer 4, das sind die letzten. Okay.
Ja, da drüben schwimmen wir noch. Gucken, ob ich die noch ein bisschen drauf kriege. Gehen jetzt in die Stromschnellen. Wir werden von den Stromschnellen erfasst. Da könnt ihr vielleicht noch ein bisschen sehen. Gluck, gluck. Jawohl, da ist noch der Rest. Da. Seht ihr noch ein paar? Ui. Stromschnellen runter. Gut. So, also ich werde das zu Hause auswerten müssen. Es war so, wie ich es gedacht habe. Ich habe es leider überhaupt nicht gesehen. Ich werde das ausprobieren. Ich hoffe, das hat funktioniert. Ich muss gleich nochmal raus eine andere Auflösung drehen. Meine Kamera hier ist noch an. Die hat die Verbindung verloren zu diesem Handteil hier, aber die ist noch an. Das läuft noch. Gut. Dann werde ich schauen, was ich mit dem Bildmaterial mache. Vielen Dank für euch ans Reinschauen. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Werden wir gleich sehen. Alles klar. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.